seiner Hochschule geboren, Herr Dr. Matthias Fleige, dem Schäfflertanz zu ehren. Er lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Anna Galler, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Katrin Bost, mit Sohn Matthias Moritz, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie leben hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Michaela Pfäß, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie lebe hoch! Seiner Hochschule geboren, Herr Josef Skoric, dem Schäfflertanz zu ehren. Er lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Eva Limmer, Schäffer Kaspar, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Gloria mit Maria, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie leben hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Brigitte Stegherr, Inhaberin der Blumenkiste, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie lebe hoch! Seiner Hochschule geboren, Herr Karl Stegherr, dem Schäfflertanz zu ehren. Er lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, Frau Petra Kellerer, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie lebe hoch! Seiner Hochschule geboren, Herr Lothar Kellerer, dem Schäfflertanz zu ehren. Er lebe hoch! Ihrer Hochschule geboren, die Söhne Niklas und Sandro Kellerer, dem Schäfflertanz zu ehren. Sie leben hoch! Schaffler, seid ihr heute so schlecht benannt, weil wir gleich einen Krankenwagen dabei haben. Der Dr. Fleige, das ist gewiss, dass das ein ganz feinfühliger Mediziner ist. Mit dem schneeweißen Kittel steht er in seinem Sprechzimmer, begleitet natürlich von unserem Kasperl Limmer. Ganz ruhig und behutsam setzt so ein Doktor die Spritze an. Das ist ein wahrer Genuss, wenn es zum Dr. Fleige gehen muss. Doch am Abend, da geht's auf, da haut der Doktor kräftig drauf. Da macht er aus einem Eiserl ein wunderschönes Gartendill. Er hat nämlich beim Galadund eine Hobbywerkstatt für eine Schmiedekunst. Da wundert man sich dann schon, wo so ein Doktor alles kann. Ein Bayer tut sich schon blank, muss er einen schwäbischen Namen sagen. Bei uns heißt man Steger, Stiegler oder so. Stegherr, das kommt bei uns gar nicht oft vor. Drum, Brigitte, sieh's uns nach. Schwäbisch ist für uns schon eine schwere Sprache. Und das Blumenkistli ist für uns ein ausländisches Wort. Für uns steht auf dem Blumenkistl dort. Aber Brigitte, das ist egal, wie sie das anhört. Hauptsache, dass einkauft wird.